bist sofort nach unten abgehauen und bist jetzt hart hier am Farmen. Das, das ist natürlich, das ist auch meine Taktik gewesen in der 1er. Korrekt. Und gut, dann schauen wir mal weiter, ob... Ja, da am Anfang... Am Anfang sind wir ein bisschen mit den Game-Mods, weil die durcheinander gekommen hast, du vielleicht gemerkt. Alter, ich konnte gar nichts abfangen mit deinem behinderten Game-Mod 3 oder so. Zwei. Was aus Versehen, keine Ahnung warum. Gut, dann gehen wir mal weiter zu Philipp. Move uns mal zu Philipp. Ah, pischt euch. Ah. Nicht wie immer. Wir nutzen diese Verzögerung. Hi Philipp. Und checken den Luftdruck des Balls. Du hast anscheinend schon geblickt, welche Map das ist. Ja. Habe ich ja. Überall Truhen, aber bisher noch alles leer. Ja. Alter, wie hier überall aber, Blitze einschlagen. Aber ich immerhin kann ich hier for free Fackeln bekommen. Das ist cool. Ja, also du kannst hier schon viele Frage, Sachen Philipp, for free. Was war das mit der Erde bei der Mühle vorher? Was hattest du davor? Ja, ich habe da oben einen Schalter gesehen, deswegen habe ich einfach Erde abgebaut, um mich da hochzubauen, ach, aber so. Hat halt nichts bewirkt, außer dass so ein Kolben bewegt wird. Korrekt. Das der ist mir aber dann die Architekt, bringt. das ist die für die Architektur des Dings gewesen, dass der Kolben da so aussieht, als würde es so drehen. Das Steuerrad ist natürlich auch mega awesome. Ja, Tobi, das ist ein Steuerrad. Wie kann man das besser in Minecraft machen? Ich hätte da so ein Bild da Rahmen dran geklatscht. Ein Bild, okay. Ja, Bild wenigstens kennt man sich in der Map da aus. Okay. Ja, zum Beispiel du hier, das wie du da reinkommst. Das ist ja Philipp sein Lieblingszuhause, Redstone. Ja, so, ich hab das hier gebaut, ne? Ja, ja, ich weiß. Mann, mein geiles U-Boot gibt mir. Ich kann ja mal so sagen, Flo hat noch nicht geblickt, welche Map das ist. Echt? Weil der bis jetzt halt noch nicht viel gesehen hat. Wo ist der gespawnt? Das kann ich natürlich nicht sagen. Ja, okay, stimmt. Aber wir sagen, er hat's noch nicht geblickt. Und du bist jetzt hier am Rumlaufen und primär am Kisten suchen und nicht so am Farmen. Nee, du hast gesagt, es gibt überall Kisten. Und ja, es gibt auch überall viele Kisten. Ich habe jetzt hier geblickt, welche Map das ist und das hoffe ich einfach mal, dass ich was finde und gehe nicht erst Ja, aber es sind auch generell viele Kisten hier auf der Map. Ja, viele leere, aber auch manche volle. Und manche richtig guten vollen. Wo geht's denn dahin? Was ist das denn? Ja, ach so, das ist das Aurotik-Museum, stimmt. So geil, ey. Wo sind mal die ganzen Sachen hier? Ah, Enderman für dich. Also bitte, da muss man jetzt meine Zensur eigentlich einführen seit dem Ding hier. Also. Ja, gut. Was ist das denn? Alles verschlucken. Das ist. Und hier auch überall Redstone-Fackeln hinter den Ding für die schönen. Für die gute Beleuchtung. Stimmung. Ja, ja. Also Philipp ist hier ganz aktiv in dem Bereich. Ja, ja. Der hat ja auch einen Puff gebaut. Richtig. Und jetzt geht er erstmal in die Raketenkontrollzentrale oder Zentrum, weiß ich nicht genau, was das hier war. Korrekt. Kannst ja ein paar Raketen abfeuern. Also ich schieße jetzt ein bisschen und... Ich hab keine Ahnung, wo es da hingehen soll. Ja gut, gehen wir mal weiter. Ruf mich mal zu, wer kommt denn hier? Nils. Geh weg, du Scheiße. Wir nutzen diese Verzögerung. Guten Tag, Nils. Den Luftdruck des Guten Tag. Hallo. Du hast anscheinend auch schon geblickt, welche Map. Nein, das hat man nicht sofort gesehen. Das habe ich jetzt in den letzten 2 Tagen, habe ich das einfach mal so gebaut, ne. Hatte ich Langeweile, hab ein bisschen Minecraft gesuchtet. Nee, das habe ich sofort erkannt, weil ich neben Philipps Bauwerk gespawnt. Ach so, das stimmt, du bist... Ist ja, wo ist er gesprungen? Neben dem Freudenhaus. Ach so. Von daher... Wo waren das? Das war da Altstadt hinten, also Anfangsstadt. Du bist aber schon weit gekommen. Du gehst auch primär auf Kisten, oder? Ja, weil ich mir gedacht habe. Es sind auch viele Kisten hier, aber halt sehr verstreut auch auf der Map, aber insgesamt, keine Ahnung, ich glaube schon über 10 mit fettem Shit. Ich habe das erste Mal... Du hast schon eine Lederrüstung an, oder? Ja. Das ist bei dem Texture-Pack nicht so ersichtlich. Ich war mir gar nicht sicher, ob das dein Skin war.
Picking nochmal Bogen, weiß das jemand von euch? Das sind drei Stickies untereinander und dann, ja. Ich habe noch 63 Smaragde im Inventar. Ist natürlich auch was Tolles. Ui. Und gab es bei den anderen schon knappe Situationen? Nix. Flo hat, das Einzige, was ich sagen kann, ist, Flo hat noch nicht geblickt, welche Map das ist, weil ich den etwas irgendwo gespawnt habe, wo es nicht so ersichtlich war. Genau. Und er hat sich entschieden, erstmal in eine andere Richtung zu laufen. Ja, ich wollte erstmal in ein Haus reingehen und vor mir stand ein Creeper. Mhm. Ja gut, du gehst dann auch hier im Farmen jetzt, oder was? Ja, nee, ich wollte eigentlich looten gehen. Ach so. Na gut, dann noch viel Spaß und Tobi zum letzten nochmal zu Fabi. Wir nutzen diese Verzögerung und checken die. Tag, Fabian. Guten Abend. Nauben, du hast auch geblickt, welche Map das ist, also haben es alle geblickt außer Flo. Wo habt ihr denn hingespawnt, dass es nicht blickt? Ja, irgendwo, wo es auf dem ersten Blick nicht ersichtlich wäre, er hätte 2 Meter in eine Richtung laufen müssen, dann hätte er sofort gecheckt, aber er hat sich natürlich für eine andere Richtung entschieden. Und du bist auch hier jetzt hart am Fighten. Von allen Seiten. Und ich muss mal kurz was schauen. Was schauen musst du? Was musst du denn schauen? Okay. Hör gut, Fall. Du gehst auch auf Kistensuche, oder was? Ja. Wie alle hier auf Kistensuche gehen. Kannst du auch. Kann man ja auch machen, ne? Also immer schön die Augen aufhalten nach Kisten, ja. Ruf mich mal in den allgemeinen Channel und wir unterhalten uns wieder. Ja, genau. Geh weg, du Scheiße. Wir nutzen diese Verzögerung. Aber er hat eine Kiste gefunden, ja? Er hat jetzt eine Kiste gefunden. Hat er? Ja, hat er. Hier, da habe ich noch eine platziert, da. Ja, wo ist er denn? Ich habe ihn schon wieder verloren. Er ist hier, er ist draußen. Er hat eine Diamantrüstung jetzt gefunden. Ja, und er hat die andere verpasst. Ja, die andere hat er verpasst. Er hat jetzt eine Diamantrüstung und goldene Äpfel. Die ist da, hier draußen in diesem Holzgestell da unten. Das Holzgestell? Nein, die andere, die er verpasst hat. Ach so, in dem Turm hier drin, der noch nicht ganz fertig ist. Hier hinten. Da wird Diamantschwert, Diamantoberteil und Diamanthose. Ey, der Typ. Ich geh jetzt nochmal rein. Ich möchte gucken, ob es irgendeinen Weg gibt. Kann ich mir kurz Game Mode 1 geben? Warum? Ich will wissen, wie man das übersehen kann. Ja, wie, du kannst dich dort einfach hinstellen. Das kann man nicht übersehen. Das ist quasi unmöglich, ja, eigentlich, die Kiste zu übersehen. Du baust es hier ab. Schau mal. Du gehst hier runter. Durch die Tür rein, baust du es hier ab. Und allein hier. Er hat hier runtergebaut. Das ist frei da oben, Alter. Aber schau mal nach unten. Wenn du nach unten schaust, siehst du sie nicht. Aber ja, gut, wenn du wirklich nur nach unten schaust, das ist natürlich, aber wenn du hier allein die Leiter hochgehst, da kommst du einmal dran vorbei und du siehst sie eindeutig. Ich versteh's nicht. Na, egal. Naja, egal. Jetzt hat er eine Kiste gekriegt, da war Diamant-Oberteil, golden, ich glaube irgendwie 6 goldene Äpfel und ich weiß nicht, was ich da noch reingetan habe. Ich glaube. Ich schau mal schnell, ob bei Philipp schon was, ob der schon erfolgreich geworden ist. Ja. Der hat sich jetzt auch gedacht, ich baue nach unten. Oder? Wo er dann sich rund? Oh, in der Höhle, oder? Oder wo? Ja. Wo? Keine Ahnung, runter? Er ist einfach irgendwo runtergegangen. Ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist. Ui, Schluck auf. Oh, da hat er meinen Geheimgang benutzt. Wie dein der Geheimgang? Ja, du weißt doch, dass in meinem Haus auf der Map hier der Geheimgang von Philipp ist. Ach so, dafür. Nee, das ist viel zu weit weg hier, oder? Nee, das ist Nils. Nils ist hier. Ach so, Nils ist in deinem Haus, ja? Nils ist in unserem Haus. Es ist ja auch sein Haus. Ja, gut. Warte mal, hat er den Geheimgang geöffnet? Ja, hat er. Da in der anderen hättest du eigentlich auch eine Kiste placed. Da weiß er natürlich, dass man durch dieses. Ja, keine Ahnung, das wusste ich halt. Schau mal, da ist eine Kiste, da ist noch eine Kiste mit Zeug drin. Was für Zeug ist da drin? Jede CD einmal, ein Plattenspieler und ein Notenblock. Ach so, ja, kann er ja mitnehmen. Kann er mitnehmen, kann er sich Musik unterwegs anmachen. Ja. Oh. Warum ist da Wasser drinnen und kein Feuer? Das würde sich doch mehr
abgeben, oder? Dass sie jetzt so ein ganzes Lagerfeuer da.